Was für ein Gefühl, mich in der Juice zu sehen. Ich brauch nur ein Blatt Papier, um in der Juice zu stehen. Ich wollte immer schon zu Viva TV, MTV, und nie wieder, wieder im Bau, nie wieder auch nur eine Minute in Einzelhaft, nie wieder arbeiten gehen von 1 bis 8, ich mach jetzt von 1 bis 8, was keiner schafft, ich werd vom Heimkind zum Rapstar in einer Nacht. Mit 4 Jahren wollte ich schon hoch hinaus, ich hab mir Steine geklaut für meinen Hof im Haus. Ich war der Erste mit nem Ständer im Sandkasten, der Erste, der sein Geld gemacht hat mit Pfandflaschen. Mit meinem Dreirad stand ich vor der Einfahrt, damals schon jeden Tag von Samstag bis Freitag. Ich wollte Moment spielen, nur nicht in den Kindergarten, wo alle Eltern draußen dann auf ihre Kinder warten. Wenn ich nicht rauskam, wusste ich, dass alle Kinder warten. Ich musste laufen lernen, ich hatte keinen Kinderwagen. Der kleine Penner, der den ganzen Tag nur Scheiße baut. Alle Mädchen, die ich kannte, sahen scheiße aus. Ich hatte Spielzeugautos von Matchbox, der wegen Spielzeugautos jeden wegboxt. Ich bin damals jeden Sonntag zum Flohmarkt. Ich wusste, wenn ich groß bin, mach ich meinen Flow hart. Was für ein Gefühl, mich in der Juice zu sehen. Ich brauch nur ein Blatt Papier, um in der Juice zu stehen. Ich wollte immer schon zu Viva TV, MTV, und nie wieder, wieder im Bau, nie wieder auch nur eine Minute in Einzelhaft, nie wieder arbeiten gehen von 1 bis 8, ich mach jetzt von 1 bis 8, was keiner schafft, ich werd vom Heimkind zum Rapstar in einer Nacht. Mit 13 wollte ich schon nichts mehr einsehen. Ich war 13 und das war mein Leben. Ich habe es locker in die 7. geschafft. Ich kam locker jeden Tag erst um 7 nach 8. Mich hat's nicht interessiert, doch nicht, weil ich dafür zu dumm war. Mich hat es nicht interessiert, weil ich zu jung war. Wer braucht Latein, Chemie oder Mathematik? Gib mir eine MPC und ich mach dir ein Beat. Wenn die Lehrer dir erzählen, dass du gar nichts bist, fängst du an, ihnen zu glauben, dass du gar nichts bist. Ich hatte jeden Tag Streit mit den Pädagogen, den 1000 Pädagogen auf meinem Weg nach oben. Ich hatte keinen Bock auf all die dummen Hausaufgaben. Mein Traum war damals schon ein Grundstück mit Haus und Garten. Ich musste draußen warten, durfte nicht mal reinkommen. Scheiß auf die Schule, ich muss jetzt ans Mic kommen. Was für ein Gefühl, mich in der Juice zu sehen. Ich brauch nur ein Blatt Papier, um in der Juice zu stehen. Ich wollte immer schon zu Viva TV, MTV, und nie wieder, wieder in Bau, nie wieder auch nur eine Minute in Einzelhaft, nie wieder arbeiten gehen von 1 bis 8. Ich mach jetzt von 1 bis 8, was keiner schafft. Ich werd vom Heimkind zum Rapstar in einer Nacht. Mit 25 Jahren hab ich's endlich geschafft. Ich wollte noch sagen, ich hab's auch nie auf Englisch gemacht. Yo, man. Meine Mutter sieht das, was aus mir wird. Sie hat mich lieb, scheißegal, was aus mir wird. Von diesem Tag hab ich so lange geträumt, auf diesen einen Tag hab ich mich so lange gefreut. Ich will die Öffentlichkeit, der Typ, der wöchentlich schreibt. Ich sehe so viele andere Rapper, doch sie können nicht rhymen. Ich sehe, wie 100.000 Finger auf mich zeigen. Ich brauche es einfach nur mit meinem Finger aufzuschreiben, mit dem Finger aufzuschreiben, es draußen zu verteilen und einfach nur darauf warten, dass die anderen es vergeigen. Ich danke Gott, denn mein Traum wird wahr. Ich wache nachts auf und sag mir, mein Traum wird wahr. Der Traum vom Star, der Traum, den jeder hat. Jeder träumt davon, weil's nicht jeder schafft. Was für ein Gefühl, mich in der Juice zu sehen. Ich brauch nur ein Blatt Papier, um in der Juice zu stehen. Ich wollte immer schon zu Viva TV, MTV, und nie wieder, wieder in Bau, nie wieder auch nur eine Minute in Einzelhaft, nie wieder arbeiten gehen von 1 bis 8. Ich mach jetzt von 1 bis 8, was keiner schafft. Ich werd vom Heimkind zum Rapstar in einer Nacht. Ja, Ben.